Was ist das für ein Mensch? So fragen sich die Jünger, die mit ihm im Boot sitzen. Und da sehen wir, dass sie beschreiben das, was der heilige Paulus gesagt hat. Sie kategorisieren, sie beschreiben ihn mit menschlichen Maßstäben. Was ist das für ein Mensch? Und wenn wir Jesus Christus unter menschlichen Maßstäben alleine betrachten, so wie es der heilige Paulus am Anfang ja beschrieben hat, dann müssen wir feststellen, es ist ein netter Kerl, hat gute Dinge gesagt, war ein schönes Vorbild und es tut uns leid, dass es so hat mit ihm enden müssen. Wenn wir unter diesem menschlichen Maßstab Jesus betrachten, dann könnten wir jetzt auch gleich zum Mittagessen gehen und bräuchten nicht Eucharistie zu feiern. Denn nach menschlichen Maßstäben können wir Gott nicht betrachten. Wenn wir uns vorstellen, eine Ameise steht vor einem Elefanten und diese Ameise müsste jetzt beschreiben, wie und was der Elefant wäre, wäre wahrscheinlich eine drollige Beschreibung. Das können wir uns doch vorstellen. Ameisen können auf Augenhöhe mit Ameisen sich denken und handeln, aber viel weniger darüber nicht. Die Texte des heutigen Tages zeigen uns, dass Christus nicht bloß Mensch ist, sondern dass, wie wir es im Buch Hiob hören, ganz deutlich ist, dass Gott die Welt in seinen Händen hält, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und wenn dem nicht so wäre, dann bräuchten wir auch keinen Gott. Denn wenn die Welt aus Zufall entstanden wäre, wäre ja der Zufall mächtiger als Gott. Und so können wir sagen, und das schreibt uns die Heilige Schrift, nicht als ein Tatsachenbericht, ein Augenzeugenbericht, sondern ein Bericht, der in Bildern Wahrheit beschreibt, beschreibt er, dass Gott dem Meer, den Bergen Grenzen setzen kann, Einhalt gebieten kann, er die Erde geschaffen hat. Und dieses Zitat aus dem Buch Hiob weist dann auch darauf hin, Jesus, der in seinem Boot mit den Jüngern sitzt und schläft. Dieses Bild muss man sich vorstellen, man kann sich auch ein turbulentes Flugzeug vorstellen. Alle sind bemüht, nicht Angst zu haben, hinten schläft einer und schnarcht. Das würde man auch sehr merkwürdig empfinden. Und hier erleben wir also Jesus, lässt sich nicht durch diesen Sturm, dieses Hereinschwappen, das drohende Untergehen stören, sondern er ruht im Vertrauen, dass es gut wird. Und dann wecken sie ihn, weil sie Angst haben. Und das ist ja häufig auch eine Situation, die wir kennen, dass wir aus Notlage gleichsam vermeintlich Gott wecken müssen, um zu sagen, pass doch mal auf, guck doch mal hin, wie schlecht es mir geht. Denkst du denn gar nicht an mich? Aber in dem Moment trauen wir ihm letztendlich gar nicht zu, dass er wirken könnte, weil sonst hätten wir es ihm schon vorher zugetraut. Und die Jünger merken, der sagt, schweig! Und der Sturm des Meeres ist zu Ende. Es ist plötzlich Ruhe da. Christus hat also diese Vollmacht, nicht nur der Natur zu gebieten, sondern er hat die Vollmacht, auch uns Menschen zum einen ins Leben zu rufen und gleichzeitig auch durch seinen Tod das Leben, das ewige Leben zu schenken. Jesus hat also die Vollmacht und die Jünger kommen zu ihm und fragen sich, meine Güte, was ist denn das für ein Mensch, dass der sogar diese Vollmacht hat? Und wir wissen aufgrund der Heiligen Schrift, dass eben Christus diese Vollmacht hat, nicht weil sie ihm verliehen worden wäre, sondern weil er selber Gott ist. Und so müssen wir uns auch vorstellen, dass wenn wir über Gott sprechen, dass wir häufig in der Situation der Ameise sind. Denn die Größe, die Würde, die Schönheit, die Glorie Gottes können wir gar nicht erfassen. Wir können es nicht erfassen, wie großartig oder wie gut oder wie sehr liebend Gott zu uns Menschen ist, weil wir immer nur mit ganz kleinen, im Verhältnis dazu, mit kleinen Maßen messen. So müssen wir uns auch manchmal fragen, wie reden wir über Gott?
wenn wir mit Kindern oder mit Jugendlichen oder mit anderen über Gott reden? Sprechen wir da nicht auch in Kategorien, die so klein sind und so dürftig sind, dass wir Gott gar nicht gerecht werden? Jetzt ist WM der Frauenfußball und da würde kein Fußballbegeisterter seinem Sechsjährigen sagen, brauchst du nicht anschauen, spiel lieber am Tischkicker, das ist sinnvoller, das reicht für dich. Und dann würde er auch einem 15-Jährigen nicht bei der Weltmeisterschaft der Männer sagen, brauchst du nicht das Endspiel angucken, wenn Deutschland drin ist, ist nicht so wichtig, spiel lieber Tischkicker. Nein, jeder Fußballbegeisterte wird versuchen, dieses Kind, diesen Jugendlichen heranzuführen, dass er möglichst viel über dieses Hobby, über dieses Spiel weiß, um es wirklich auch genießen zu können, mitdenken und vielleicht auch mal mitspielen zu können. So gilt es auch für uns, dass wir den Glauben nicht immer nur in Kinderverpackung, in roter, mit rosarotem Lutscher an Kinder und Jugendlichen und Menschen verkaufen, sondern dass wir ihnen wirklich die Tiefe und die Schönheit, die Würde und die Größe, die Allmacht Gottes auch vorleben und verkünden, weil das macht überhaupt erst nur Sinn, mit Gott ins Gespräch zu kommen, wenn er wirklich etwas kann, wenn wir ihn nicht walten lassen, wenn wir es ihm nicht zutrauen, dass er von dem kleinsten Alltagsgeschehen bis hin zu den größten Dingen des Weltgeschehens einwirken kann, dann braucht's Gott nicht. Dann wären es Taschenspielertricks, wenn dann doch irgendwas aufgrund eines Gebetes passieren würde, wenn Gott nicht allmächtig und vollmächtig wäre. Wir sitzen auch manchmal im selben Boot. Dieses Bild der Jünger mit Jesus im Boot ist immer auch ein Bild der Kirche. Und so schreien wir häufig auch, es geht unter, Vorsicht, oje, oje, was wird denn alles passieren? Und haben manchmal keine Zuversicht, weil wir auf die Wellen starren, auf den Sturm, der tobt. Wenn wir aber die Kirchengeschichte betrachten, dann sehen wir eigentlich, dass Gott seine Kirche nie hat fallen lassen, nie sie im Stich hat lassen, sondern er hat sie nur auch dahin fahren lassen, wo der Zeitgeist, die Steuerleute es haben hinfahren lassen. Und so erleben wir in der ganzen Kirchengeschichte Auf und Abs dieser Wellen. Wir dürfen aber immer wissen, dass der Herr im Boot ist. Und wenn wir jetzt auch manchmal lamentieren und rumjammern, wie schlecht alles ist, dann zeigt es uns, dass wir eben keinen Glauben haben, dass wir angsterfüllt sind, dass wir uns von den negativen Dingen stärker beeinflussen lassen als in dieser Zuversicht, wer Gott lässt walten, dem wird's recht ergehen. Gott lässt dich nicht im Stich und die Agnes Schöpf, die heute 90 wird, kann das sagen, jeder Tag in ihrem Leben war der Herr dabei und das ist auch ein Zeichen für uns, zu vertrauen, dass wir sagen können, ich glaube, dass du da bist, ich lasse dich wirken, weil ich dir zutraue, dass du für mich das Bessere weißt, als dass ich es selber für mich kennen würde. Gott ist allmächtig und groß und seine Liebe ist unbeschreiblich.